Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und naja, ne? Heroes Beta heute Abend auf meinem Channel. La 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 la. Ja, wir sind wieder in der Heroes 7 Beta. Jetzt auch mit einem Mauszeiger, den ich zuletzt vergessen habe aufzunehmen. Kann mal passieren. Und ja, jetzt machen wir erstmal weiter und erkunden hier die Gegend. Hier stehen schon wieder Genies rum. Der Gegner hat erschreckend kurze Züge mittlerweile. Geil. Guckt euch das mal an. Moment, welche Tasten waren das nochmal? Ist jetzt eine neue Aufnahmesession nach der letzten, logischerweise. Geil. Oh, ich würde gerne näher ranzoomen. Macht auf jeden Fall einen schicken Eindruck. So, die sind ein Average Threat. Was ist das hier hinten? Ein Low Threat. Den würde ich gerne zuerst mal nehmen. Machen wir mal. Und legen uns mal mit den Gegnern an. Ich muss schon wieder irgendwas auf dem Battlefield placen. Ach so, meine Magier haben wieder keinen Bock. Zack, so. Und los geht's. Ah, die Gegend, die sieht schon schick aus. Ach ja, Week of the Storm ist immer noch, was ja total ätzend ist. Die waren so schnell, dass die rüberkamen, ne? Ne, waren sie nicht. Okay, vielleicht muss man die dafür erst upgraden oder so. Auf jeden Fall sind sie schnell dran. Was haben die denn so für... Kann ich das... Auch wenn die dran sind, mal angucken. 45 Leben. Naja. Meine Rakashas haben ja, erlauben ja keine Rückschläge. Das heißt, da können wir einfach schon mal zack in die Zuck. Die Genies, da habe ich ein bisschen Schiss vor, die zu verschießen. Die kleinen Flammenmänner. Oha. Die machen mittlerweile richtig gut Schaden. Die machen mittlerweile echt richtig guten Schaden. Wir könnten entweder hier so durch. Oder wenn wir die Gargoyles mit abtreffen. So würden wir 5 bis 7 erschießen. So würden wir 5 bis 7 erschießen. Ja, egal wie wir es machen. Wir kriegen immer irgendwen anders mit rein. Machen wir mal wieder die Standardattacke. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Oh, schön. Crit und Glück auf einem. Dann darf der Held den hier umpusten. Und mit der erhöhten Moral darf er dann hier hinten was umpusten. Genau, und die Golems dürfen hier hin. Mensch, nämlich die Golems waren in Heroes 3 eine Level 3 Einheit. Die sind in diesem Spiel definitiv effektiver und weiter oben angesiedelt. Die Gargoyles sind meine Level 1 Einheit. Das waren bei Heroes 3 damals die Gremlins. Aber so ganz die Sortierung habe ich noch nicht raus. Also außer, dass die Vögel mit ziemlicher Sicherheit die Level 7 Einheit sind und die Rakashas die Level 6 Einheit, aber bei den anderen bin ich mir nicht sicher. So, was ist das hier? Eine Mine. Will ich haben. Ein Meteor Crater. Ah, der produziert Star Silver. Cool. Karte. Uah. Das wollte ich nicht. Ich wollte die Karte drehen eigentlich, aber gut. Achso, das kann ich nicht einsammeln, das ist keine Ressource. Okay. Hundis. Völlig uninteressant. Okay. Wir können in der Stadt noch mal ein bisschen weiterbauen. Das habe ich die letzte Folge voll verpennt. Arcane Portal können wir nicht. Inscriber. Level 3 Fortifications. Was ist das hier? Nö. Ja. Ich weiß noch nicht, was wir noch alles bauen. Das können wir mal im Quick Combat machen. Schaffen wir das ohne Verluste? Gut, dann nehmen wir es nämlich mal so mit. Sammeln hier so ein paar Erfahrungspunkte ein. Sammeln hier mal diese Rally Flag ein. Die gibt uns, glaube ich, Bewegungspunkte zurück. Nee, nur Moral. Aha. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die Taste, die, also die Bild-Oben-Taste ist zurücksetzen der Standardeinstellung oder sowas. Und mit Bild runter und entfernen dreht man die Kamera so. Und das ist ein bisschen frickelig und ungewohnt noch, aber naja, was hier? Hier sind auch nochmal Average Threats. Was ist das hier, das Portal? Ach ja, richtig. Hier liegt noch ein Artefakt. Da könnten wir auch nochmal hingehen. Dieses Artefakt könnten wir uns auch noch gönnen. Hier liegt auch noch ein Artefakt. Wie kommen wir denn da hin? Das haben wir noch nicht erkundet. Wahrscheinlich, indem wir hier langlaufen, ne? Wir gehen hier mal hin. Ich habe ein bisschen Schiss vor den komischen Genies da, aber wir probieren uns trotzdem mal an den. Hier können wir nochmal wieder bauen.
Was gab's hier? Dann machen wir das hier. Und gucken mal in die Mage Guild rein. Was hat es uns an einem Level 4 Spell gegeben? Tsunami. Na dann. Ach, und bei den kleinen Stufen gibt uns das sogar zwei Sprüche dazu. Das finde ich nett. Mhm. Schön ist auch, dass es anscheinend, das sieht man ja an diesem bevorzugte und nicht so bevorzugte Schulesystem. Ah, das hätte ich nicht in dieser Woche noch machen sollen wegen dem Storm. Mist. Spannend finde ich, dass es anscheinend also jetzt so ist, dass es Völker gibt, die bevorzugte und Magieschulen haben und Magieschulen, in denen sie nicht so gut sind. Und das ist natürlich insofern ganz spannend. Die sind, glaube ich, noch ein bisschen sehr, sehr, sehr hart zu schnell, die Genies. Das muss man mal ganz ehrlich so sagen. Puh. Puh. Ich habe ein bisschen Sorge, meine Phönixe da schon reinzufeuern, da bin ich ganz ehrlich. Meine Phönixe sind ja jetzt keine Phönixe, sondern meine Simurg, meine Blitzvögel halt. Naja, dann riskiere ich aber, dass sie an meine Fernkämpfer rankommen, egal. Sollen sie mal machen. Wir werden auf jeden Fall Truppen verlieren in diesem Kampf, das lässt sich nicht vermeiden. Au. Da bin ich jetzt einmal gespannt. Mhm. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier unten gibt es noch einiges an Aufräumarbeit. Oh nee, nicht meine armen Rakajas. Oh nicht auch noch verbrennen. Oh Mann, oh. Meine Verbrennvögel. Ja, geht es noch langsamer gerade? Naja. Wir haben ja Zeit, ne? Es ist bei denen halt auch so komplett zufällig, was die halt für einen Debuff draufpacken, weiß man ja nie. Und das macht es natürlich nicht gerade einfacher, mit denen umzugehen. Ne? Kann sein, dass der Debuff komplett egal ist. Kann auch sein, dass sie einen Crit gegen meine Vögel landen. Meine Vögel machen mir auch irgendwie noch nicht genug. Für eine Level 7 Einheit machen mir meine Vögel nicht genug KWMT, muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Das ist ja bei Level 7 Einheiten in den alten Heroes-Teilen immer so gewesen, dass die echt alles gebrezelt haben. Und dafür machen wir die Vögel mittlerweile noch ein bisschen zu wenig. Sind ja immerhin schon drei Stück. Also ist jetzt auch nicht so, dass die komplett zu vernachlässigen wären. Oh, nice. Ach Mist, der kann ja nicht zaubern, wenn er im Nahkampf ist. Ach, so ein Ärger. Ich wollte gerade sagen, ich kann mit dem total cool hier oben hin zaubern. Das war auch die ganze Zeit mein Plan, dass ich hier so nur hier so diese beiden Mädels da oben mal abknalle. Aber das funktioniert so ja nicht. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ja... Ah. Mist, keiner von den beiden Moral gehabt. Schade. Hatte ich gehofft, dass wir das so hinkriegen würden. Naja, dann muss er die jetzt erstmal wegpusten. Wow. Na denn, und Vogel... Oh, Vogel hat Glück. Alter. Blinkleucht. Fez. 63, 30 zu 70. Wie viel macht unsere Attacke? Hm. Nicht ganz so viel, aber auch noch genug. So. Aus irgendeinem Grund brennen die jetzt auch. Ich kann den noch nicht ganz bestimmen, aber es wird einen Grund dafür geben. Zündet mein Vogel die irgendwie an? Achso, ja, richtig, von einem random magical Debuff. Boah, guckt euch an, wie viel Debuffs der drauf hat. Ha, krass. Nö, ach, da brauchen wir jetzt nicht so verschwenderisch mit umgehen. Zack. Da haben wir das Problem schon gelöst. Hat uns nicht allzu viel gekostet. Ein paar Golems, ein paar Rakajas. Oh, hat uns auch noch ein Magier gekostet. Das habe ich nicht gesehen. Aber wir haben gelevelt. Sehr nice. Aber die Belohnungen sind halt, naja.
Ne, den Drachenstahl oder was das ist. Und noch eine Rüstung. Wir haben doch schon eine Rüstung, oder? Zwei Leadership, zwei Defense und fünf Leadership ist Hallowed. Moment, hatten wir vom Hallowed-Set nicht schon was? Ah! Und hier haben wir vier Might und vier Defense. Das ist natürlich das geile Schiff. Was ist denn hier der Set-Bonus? 250 Gold am Tag. Nee, dafür ist die Rüstung dann, also die Dragonscale Armor dann doch besser. Das muss nicht sein. Ach so, nee, nicht hier. Skillen wir, wo waren wir denn gerade dran? Ah, wir hatten überlegt, den Defense-Baum durchzuskillen, ne? Was ist denn da der Master-Skill? Auch nicht schlecht. Wir könnten natürlich auch Water Magic ein bisschen skillen, aber da kommen wir auch nur bis zu dem. Ich weiß halt nicht, welche Magic so richtig cool ist, wenn ich ehrlich bin, ne? Das muss man natürlich dann irgendwann mal, irgendwann mal später herausfinden, würde ich jetzt so sagen. Wir könnten natürlich auch Dragonblood nehmen, wir könnten auch das hier nehmen. Wobei die Fähigkeiten jetzt nicht so geil sind. Ich weiß auch nicht, was Prime Spells genau sind. Ich meine, von Water Magic haben wir so einen coolen Level 4 Spruch bekommen, aber den können wir natürlich nicht lernen. Wir gehen mal ganz kurz nochmal in unsere Stadt. Wollen wir sowieso, müssen ja noch bauen. Und gucken gleich nochmal in die Magic Hall rein. Das Ding ist hier vorhin noch available geworden, oder? Ne, das hatten wir schon. Das können wir auch schon. Da können wir uns auch noch was aussuchen. Was ist das hier? Oh! Das ist natürlich nett. Muss man mir auch einer sagen. Unsere Stadt sieht echt schon schick aus. Also der Stadtbildschirm ist sehr, sehr schön. So, was haben wir hier noch an Water und Light? Könnten natürlich überlegen, ob wir nochmal Light Magic versuchen, aber ich glaube, so viel Erfahrung ist auf der Map einfach auch gar nicht mehr vorhanden für den Helden, dass der das nochmal groß durchleveln kann. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht zu strategisch angehen. Ich glaube, wir machen einfach mal, worauf wir gerade noch denken, dass das Sinn macht, dass wir da noch ein paar Punkte reinlegen. Und ich denke, den Master hiervon mitzunehmen macht Sinn, weil wir dann 4 Punkte mehr Defense haben. Was unseren Defense-Wert angeht, müssten wir mittlerweile echt, ja, mit 14 schon ganz ordentlich bei sein. 2 hat er halt nur Base-Wert, das ist halt echt genial. Das Einzige, was er eigentlich gelevelt hat, ist Spirit eigentlich die ganze Zeit. Voll blödsinnig. Spirit ist so der einzige Wert, der auch schon bei den alten Heroes-Teilen nur eine sehr begrenzte... What the fuck? Begrenzte Nützlichkeit hatte, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung, dass ich kurz abgelenkt war. Ja, was ist das hier? Aha. Wir können da verschiedene Elementare anheuern. Na gut, dann hauen wir die anderen Elementare auf dem Weg dahin mal um. Aha. Troglodyten und Kotonia wachsen doppelt so viel. Das ist natürlich spannend, weil es keine dieser Fraktionen, ich glaube, das können wir so machen, weil es natürlich keine dieser Fraktionen in der Beta gibt. Aber okay, wir nehmen jetzt mal diesen Konfluss ein. Tü-tü. Oh, wir können hier Elementare einsammeln. Cool, was können die so? 100 Leben ist schon ordentlich. 130 Leben ist natürlich auch ordentlich. Schade, dass es keine Möglichkeit gibt, sich hier jetzt die Spezialfähigkeiten anzuzeigen. Aber wir haben ja schon einen vollen Stack, deswegen. Oh, der ist Army Threat Severe. Können wir hier hin? Ja, können wir. Dann müsst ihr hier so drüber. Hua. Ah, wieder falsche Taste erwischt. Scheiche. Scheiche. Hier oben stehen Titans im Weg. Entschuldigung. Ich muss meinen Finger da wegnehmen, aber ich komme tatsächlich nicht so rumgescrollt, dass ich das sinnvoll angucken kann. Ah! Das müssen Sie nochmal überlegen. Der steht vor diesem Portal. Ah ja, okay. Ich würde sagen, wir machen mal tatsächlich den Weg hierher. Und in der Zwischenzeit bauen wir unsere Stadt weiter aus. Wir bauen mehr Magier, mehr Genies oder mehr Magier? Ich bin noch nicht sicher, ob ich die Genies so geil finde. Ich nehme mal mehr Magier. Und dann müssen wir uns gleich auf der anderen Seite auch nochmal überlegen, ob wir mehr Golems waren es, glaube ich. Und was war das andere? Golems und ich glaube die kleinen Feuermagier waren es, ne? Ich würde hier an der Stelle, glaube ich, mal die Golems nehmen. Mit der Begründung, dass wir ein bisschen was als Tanks halt einfach für die ganzen Fernkampftruppen, die wir so dabei haben, brauchen.
Und da schaden sicherlich mehr Golems nicht. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, was ich hier mache, sei mal völlig dahingestellt. Ne? Okay, jetzt können wir Scrolls kaufen. Werden wir herausfinden, was das macht. Und dann werden wir, nachdem wir hier unten noch ein bisschen aufgeräumt haben, nämlich noch einmal in die Stadt zurückgehen. Das... Die haben wir noch nicht gesehen, die gucken wir uns mal an. Ja, hätte ich natürlich bei den anderen Kämpfen auch mal weiter dran denken können, bei den Quick Combats, das wir Einheiten, die wir noch nicht gesehen haben, in-game uns natürlich nochmal angucken können. Aber gut, komm, was soll denn der Geiz? Greifen. Hübsch. Ist der schnell. Ist natürlich auch sehr, sehr schnell dran, aber ich glaube, ich schick mal meine Vögel rüber. Genau, und die haben so viel Damage da jetzt schon genommen. Auch durch den Debuff. Ach, die sind geschockt, dadurch sind die selber gar nicht mehr dran. Ach, wie geil. Nö. So. Spuck. Und so. Kaboom. Und ich glaube, komm, wir machen da jetzt mal kurz einen Prozess. Wer ein bisschen geheilt. Achso, und wer schockt ist, der wird ans Ende der Initiativleiste gesetzt. Und das haben wir schon. Na wohl, da war es das schon. Sehr gut. Hauptsache Erfahrungspunkte. Wir wollen übermächtig werden. So, das war jetzt ausnahmsweise sogar mal Absicht. Ja, komm, Gold haben wir genug. Erfahrungspunkte, wir wollen übermächtig werden. Nein, keine Movement Points. So, hier hinten liegt noch ein Artefakt, das wir wahrscheinlich nicht unbedingt brauchen, aber wollen wir uns trotzdem holen. Denn was man hat, das hat man. Und hier gehen wir natürlich zum Artifact Recycler. Und recyceln dann demnächst. Die sind trivial, dann können wir die auch quick combatten. So. Ein Artefakt. Und ein bisschen Krempelkram. Und das Artefakt müssen wir natürlich noch ausrüsten. Mhm. Hä? Was? Ich kann die Regal Armor an andere Stellen anziehen? Nö, vor kurzem sagen, das war ein bisschen komisch. Okay, jetzt wollen wir mal gucken, was ist denn dieser Spell, den wir da jetzt casten können? Okay, vielleicht wirkt das erst am nächsten Tag, vielleicht muss man das einen Tag auf dem Kopf behalten. 5 bis 9, Threat Average. Schauen wir uns mal an. Nee, nicht quick. Das wollen wir uns tatsächlich geben. Kampf gegen Level 7 Kreaturen lassen wir nicht abspecken. Das wird ja jetzt auch mal spannend. Oh je, ja, das ist eine gute Kameraperspektive. Männliche Unterkörper. Mm. Die sind Titans. Damit sind die, glaube ich, schon aufgewertet, oder? Okay. Magischen Schaden, den die kriegen, kriegen sie, aber der wird dann auf ihren nächsten Angriff angerechnet. Die können schießen und kriegen keine Abzüge. In dem Falle werden wir einfach mit unseren Vögeln schon mal rüberblinken. Wie uninteressant. Egal. Oh, der macht sogar Magic Absorption dafür. Sehr gut, einer weniger. Sehr gut, auch einer weniger. Shit. Wieso ist denn das nur noch einer? Wann haben wir denn da zwei verloren? Na gut, habe ich nicht aufgepasst. Egal. Du musst warten. Oha. Kamehameha! Mhm, sehr schön, haben wir Glück. Haben wir noch einen weggepustet. Wir machen echt nicht so viel Schaden an denen. Aber sind halt auch einfach mal Level 7 Kreaturen. Sehr schön. So, jetzt können wir mal eben unsere drei Golems. Sehr schön. Nicht. Das wird auf jeden Fall ein kostspieliges Kämpfchen. Wen hat er geheilt? Jawohl, den Vogel, das ist gut.
Der hat es nämlich auch nötig. Oh je. Ich glaube, so viele Vögelchen bleiben nach diesem Kampf nicht über. Das können wir mal so sagen. Ach, jetzt hat er keinen Magic Absorption mehr. Ich hatte halt Angst, dass er meinem Gegner mehr... Okay, das war auch wieder ein bisschen unfortunate. Aber okay. Aua. Hadouken! Keine Golems mehr über. Nicht so gut. Hier nochmal ein bisschen drauf rumgehackt. Sehr schön. Darf's nochmal? Sehr schön. Dann hack jetzt nochmal auf den rum. Die sind so unglaublich unbeeindruckt davon, dass man auf sie schießt. Das ist schon ein bisschen beängstigend. Aber wir tun ja, was wir können. Wir tun, was wir können. Komm. Aua. Schlimm ist, jetzt kämpfen wir uns hier diesen Weg zu diesem Portal frei. Und, Alter, wieso kriegt unser Vogel so mega viel Schaden von denen? Das ist ja nicht schön. Das ist echt nicht schön. Versuch mal dein Glück und mach einen Crit. Nee, dann halt nicht. Den ersten Stack haben wir gleich kaputt. Jawohl, ein Stack weniger. Boah, die Sterbeanimation ist auch geil. Ach cool, denn, also dann friert dieses Leuchten in denen so ein und dann bleiben sie so als Steinstatue stehen. Nice. Sehr coole Animation. Vielleicht sind sie damit sogar ein Hindernis im Gelände oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Tatsache. Felder scheinen auf jeden Fall belegt zu sein. Ah, auf jeden Fall massiv Erfahrung. Geil. Noch ein Level up. Juhu, Spirit, Mensch. Haben wir gar nicht nötig, unnötig. Klingt nett. Ich bin halt immer überlegen, ob ich das hier skille. Klingt gut, wir nehmen das einfach mal. Haben wir einen Master Skill. Kann nicht schaden. So, jetzt können wir hier durch dieses Spirit Gate. Ich habe ein bisschen Angst davor, mit meinem jetzt doch recht angeschlagenen Stack zu diesem Spirit Gate zu gehen. Deswegen werden wir ganz kurz in unsere Stadt zurückgehen und uns dann durch dieses Spirit Gate bewegen. Apropos Stadt. Zack. Zack. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Züge mittlerweile so super schnell gehen. Ich habe das dunkle Gefühl, dass der Computer, nachdem er seine ersten Helden verloren hat, aufgehört hat, Sachen zu bauen. Was dann wahrscheinlich auch wieder so eine Beta-Bug-Geschichte wäre. Aha. Eine Woche, in der nichts wahr ist und alles erlaubt ist. Na dann. Und ja, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob das jetzt irgendwie damit zu tun hat. So, wir können noch was bauen. Was können wir denn noch bauen? New Info. Ja, gleich. Können wir nicht? Sind wir nicht? Haben wir nicht? Geht's nach links noch? Kann ich das noch scrollen? Nee. Na gut, New Info. Flip, 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 flip. Oh, das ist ja cool. Er hat gerade keine Helden, hat nur noch eine Stadt. Ja, das ist natürlich... Ah, jetzt kann ich... Ah, jetzt kann ich den Spion hinsenden an einzelne Felder sozusagen und dann holt er da Informationen ein. Der war da jetzt natürlich extrem nutzlos, aber okay. Was hat's mit den Scrolls auf sich? Ach so, das sind einmalig benutzbare Zaubersprüche. Klar. Gab's in alten Heroes-Teilen auch schon. Hätte ich mir immer noch denken können jetzt, was das ist. Naja, egal. Mich irritiert, dass hier noch angezeigt wird, ich könnte da bauen, obwohl da alles gebaut ist. Bei den alten Heroes-Teilen wurde daraus dann irgendwie so ein grüner Haken oder sowas. Aber naja, nun. Sodele. Sodele?
Wieso kann ich den Gin zum Beispiel nicht aufwerten? Ah, weil ich den Gin noch aufwerten kann. Zack. Zack. Und dahin. Recruit All geht nicht. Recruit All geht immer noch nicht. Jetzt geht Recruit All. Flup, flup. Von den Vögeln kriegt man echt nicht viele. Das muss man mal ganz, ganz ehrlich so sagen. Also dafür sind die jetzt auch nicht so kräftig, dass man da wirklich so wenig von kriegen muss. Aber okay. So, neue Sprüche hat er auch gelernt. Artefakte recyceln, gucken wir uns mal an. Ich könnte das hier recyceln, zum Beispiel. Und da steht You Gain, aber das wird nicht angezeigt. Ich würde es jetzt nicht machen, weil es ein Set-Item ist. Und wenn wir da noch ein Set-Item von finden, wird es ja vielleicht geil. Aha. Ja, ich habe neue Sprüche gelernt. Ah, und tatsächlich kriegt man durch die Fortifications tatsächlich mehr Truppen scheinbar. Oder sowas, keine Ahnung. Ich verstehe noch nicht ganz, warum hier unten Academy Tower und sowas, warum ich die nicht gebaut habe und warum ich die nicht bauen kann. Schauen wir mal. Nö, okay. So, und ich würde sagen, dass diese Folge viel, viel mehr Länge hat, als ich das wollte. Da seht ihr schon, wie sehr man in diesem Heroes schon wieder untergeht mit diesem noch ein Zug, dass die Folgen immer zu lang werden. Liebe Leute, ich würde sagen an dieser Stelle, ich gehe schon mal wieder in die Unterwelt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sag ciao, ciao.